Hallo und herzlich willkommen, liebe Chelsea-Fans und Leeds United-Fans natürlich. Wir sind hier bei der Premier League Preview, 11. Spieltag, Chelsea gegen Leeds heißt die Partie. Und wir sehen hier schon mal zwei Statistiken, die fürs eine Team sehr gut sind, für das andere sehr schlecht. Chelsea in Torlaune und Leeds United bekommt gerne mal die Tore. So kann man es mal kurz und bündig sagen. Wir gucken uns jetzt mal die Statistiken, wenn noch welche kommen, weiterhin an, und sonst widmen wir uns den Aufstellungen der beiden Mannschaften. Wir starten natürlich mit der Heimmannschaft in Blau hier, dem FC Chelsea London. Und da geht's auch schon los. Also Mandy haben wir schon gesehen, ist im Kasten. Vierer Abwehrreihe mit Silva und Zuma in der Innenverteidigung. Davor haben wir Kanté und Jorginho. In der Offensive Pulisic, Havertz und Mount. Und im Sturm Timo Werner. Auf der anderen Seite im Kasten ist Meslier. Davor eine Viererabwehrkette mit Robin Koch. Phillips im zentralen Mittelfeld. Davor Costa, Hernandez, Klich und Harrison. Und ganz vorne Bamford, der halbwegs noch die Tore schießen soll. Ja, und dann gehen wir nochmal in die erste Halbzeit rein. Chelsea stößt an, spielt von links nach rechts in den blauen Trikots. Und Leeds United von rechts nach links in den rötlichfarbenen Outfits. Da ist schon mal Havertz. Havertz, geht der Ball? Ne, der Ball kommt bei Pulisic nicht an. Und wir gehen in die 33. Spielminute, ist nicht wirklich viel los in der Partie. Jetzt greifen mal die Gäste an. Über Costa, rechte Seite. Wird da gelegt und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter für Leeds United. Zuma hat gefoult, kriegt auch noch die gelbe Karte. Da braucht sich nicht beschweren, das ist ganz klar Elfer. Und da können wir es nochmal sehen. Kommt einfach zu spät. Lampard kann es auch nicht fassen. Ja, und dann gucken wir uns nochmal den Elfer an. Bamford wird schießen, wie es aussieht. Und was macht Mandy? Nee, Klich läuft an. Klich und Mandy hält. Super gemacht. Bleibt einfach stehen. Ball war in die Mitte geschossen worden von Klich. Ja, und somit also kein Problem für den jungen französischen Torwart. 45. Spielminute und Chelsea gerade mal wieder an. Mit Kanté. Jorginho. Rüber auf Chilwell. Chilwell müsste mal flanken. Die kommt auch. Da hinten ist fast das 1:0. Der Ball geht vorbei. Pulisic kann ihn nicht mehr richtig drücken aufs Tor. Und somit haben wir hier den Halbzeitstand von 0:0. Bisschen glücklich hier für die Männer in Blau, denn der Elfmeter wurde von Mandy gehalten. Sonst könnte es auch schon hier der Rückstand sein. Wir gucken uns jetzt die Statistiken der ersten 45 Minuten an und die sehen wie folgt aus. Ein Schuss direkt aufs Tor, das war der Elfer von Leeds United. Sonst gar nichts los, 68% Ballbesitz dafür für Chelsea. Also noch ausgeglichene Partie, würde ich sagen. West Bromwich gegen Crystal Palace ab 18 Uhr nachher hier auf dem Kanal. Und morgen ab 12 Uhr Schalke gegen Leverkusen. Wir starten in die zweite Halbzeit und sehen, dass hier Leeds United jetzt von links nach rechts spielt. Und es gibt keine Wechsel, wie es aussieht. Und Leeds versucht erstmal langsam hier einen Spielaufbau hinzubekommen, um noch weiter nach vorne zu kommen in die Chelsea-Hälfte. Aber das ist sehr schwierig natürlich, weil es sehr kompakt alles ist bei den Blauen. Und jetzt gibt es den Fehlpass. Und wir gehen in die 63. Spielminute. Erster Wechsel bei den Gastgebern. Mount geht runter. Colm Hudson-Odoi kommt für ihn dafür in die Partie. Und in der 66. Spielminute gibt es eine Ecke für Chelsea. Chilwell von der linken Seite. Ball kommt rein. Da ist Kanté. Pulisic. Pulisic, was macht er? Er verliert erstmal den Ball, aber Kanté holt sich ihn wieder. Da ist Werner, Werner, Werner. Und der Ball geht ins Aus, aber ich glaube schon wieder abseits, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ball kommt, ja, ganz klares Abseits, aber Torwart von Leeds United hätte ihn auch sowieso gehabt und zur Ecke geklärt. Wir sehen jetzt aber erstmal nochmal einen Wechsel. Bamford geht runter. Dafür kommt Rodrigo in die Partie rein. Nochmal was Frisches vorne im Sturm. Bei Leeds United soll es jetzt also mal langsam losgehen Richtung Führung. Aber erstmal Chelsea. 77. Spielminute. Thiago Silva, Jorginho, Timo Werner. Da ist Havertz. Hudson-Odoi. Hudson-Odoi müsste schießen. Dribbelt und... Boah, super Aktion hier von dem Offensivspieler von Chelsea. Aber Torwart natürlich auch wieder stark. Hier lässt er nochmal einen aussteigen und dann kriegt er gerade noch den Arm hoch. Meslier und klärt zur Ecke. 84. Spielminute. Die Gäste kommen nochmal über die rechte Seite. Costa. Costa ist immer noch schnell. Hat ja vorhin den Elber rausgeholt. Costa schießt. Da hinten ist das Tor. Rodrigo macht es. 1:0 für Leeds United. Was für eine riesen Überraschung. Die Führung für den Außenseiter. Und das Stadion wird sehr ruhig, denn das könnte schon die Entscheidung sein hier. Lampard und sein Team muss sich auf jeden Fall jetzt was überlegen. Schlecht gemacht von Mendy. Entweder zur Ecke klären oder festhalten. Aber nicht in die Mitte, das lernt man früh. Und Lampard kann es auch nicht fassen. Aber wir sehen dafür Rodrigo mit seinem nächsten Tor hier in der Premier League. Aber ich glaube, er hat sich auch verletzt gehabt, denn er muss runter, wenn ich es richtig gesehen habe. Kai Havertz geht auch runter, Abraham kommt für ihn in die Partie in der 89. Spielminute. Und in der 92. Spielminute greift Chelsea nochmal an mit Pulisic. Jorginho Pulisic, aber wieder Messier. Der hält gerade hier den Sieg fest. Hätte hier getroffen, keine Frage, wäre der Torwart nicht da gewesen. Vielleicht ist hier die letzte Aktion. Ecke nochmal. Und da geht es aber erstmal, ja, Rodrigo muss jetzt tatsächlich runter. Rafinha nochmal drauf, der Torschütze, der nicht lange in der Partie war. Muss jetzt hier verletzungsbedingt runter. Gute Besserung. Und wir sehen uns jetzt nochmal die Ecke an. Chilwell bringt sie von links. Letzte Aktion. Da hinten ist keine Gefahr mehr. Und das dürfte es jetzt hier gewesen sein. Chelsea verliert hier zu Hause überraschend gegen Leeds United. Während wir hier nochmal die Chance von Chelsea gesehen haben. Ja, und Leeds United spielt es natürlich hier auf Zeit. Jetzt ist Schluss. Chelsea verliert hier überraschend gegen den Aufsteiger mit 1:0. Und Rodrigo ist der Torschütze. Klich ist macht aber hier ein Bombenspiel. Hat leider den Elber aber verschossen. Ist trotzdem, wenn ich es richtig gesehen habe, Spieler des Spiels. Ja, und Chelsea und Lampard müssen sich was überlegen, um vielleicht sowas in Zukunft zu verhindern. Da sehen wir es nochmal, 85. Minute spät, aber in der ersten Halbzeit hatten sie ja auch schon in der 33. Minute einen Elfmeter verschossen. Somit vielleicht doch der Sieg in Ordnung gegangen. Die Statistiken sehen jetzt auch pro Leeds aus. 3:2 Schüsse direkt aufs Tor, dafür ja noch Ballbesitz, 61% Ballbesitz und 3:2 Ecken für Chelsea. Ausgeglichene Partie, trotzdem mehr Schüsse aufs Tor, somit, ja, am Ende ein verdienter Sieg für den Aufsteiger. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen und noch einen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder, nachher 18 Uhr oder morgen 12 Uhr. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.